Hey, willkommen zu unserem kleinen Adventskalender-Special. Wir haben uns überlegt, wir backen jetzt mal 24 verschiedene Kekse, also jeden Tag eine Keksorte. Und ich glaube, danach werden wir platzen. Also, 1. Dezember, es geht los und wir backen heute Engelsaugen. Und ich gebe es zu, wie gesagt, 24 Kekse jeden Tag, das wird, glaube ich, sportlich. Deswegen reduzieren wir das Rezept für uns so ein bisschen. Aber ihr, wenn ihr es nachbacken wollt, für ungefähr 40 Kekse, braucht ihr 240 Gramm Mehl, 150 Gramm Butter, 2 Eigelb, 70 Gramm Puderzucker, 2 Teelöffel Vanillezucker, eine Zitrone und eine Prise Salz. Und zum Befüllen dann natürlich noch Himbeerkonfitüre oder Johannisbeerkonfitüre und etwas Puderzucker zum Bestäuben. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Die Mengen habe ich schon abgewogen, wir können also direkt starten. Und als erstes müssen wir einmal alle Zutaten in einen glatten Teig verkleben und dann für 1 bis 2 Stunden kalt stellen. Also schnell anfangen, umso schneller können wir Kekse essen. Also haben wir hier einmal das Mehl. Konfektüre brauchen wir später erst. Vanillezucker. Ups, da stand 2 Teelöffel Vanillezucker. Gut, wir machen das jetzt mit dem ganzen Päckchen. Super, erste Keksrezept und ich habe schon verkackt. Also seid gespannt, was mit den nächsten 24 Tagen passiert. Ah, es wird schon gehen. Puderzucker, dass ich mich da auf der Tour, das passt. Und Butter, schön weich extra. Gucken, ob das so geht, natürlich nicht. Dann die Prise Salz und ein Eigelb brauchen wir. Das heißt erstmal Eizelle. Oh Gott, das ist aber schon weich. Ja, Gott, wie ich das hasse. Nehmen, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Und das Eigelb. So, dann eben verkneten und dann ab in den Kühlschrank und ja, dann sehen wir uns, glaube ich, wenn wir weitermachen, weil Kühlschrank 2 Stunden, das dauert. Haken verkneten klappt nicht so. Wir probieren es mal mit den Händen. Also, das ist ein bisschen krümelig, aber mal sehen. So, ich würde sagen, das sieht auch noch einen schöneren Teig aus. Den packen wir jetzt ein und dann kommt er in den Kühlschrank und dann sehen wir uns gleich wieder. So, der Teig ist aus der Kühlung raus. Als nächstes müssen wir den Backofen vorheizen auf 200 Grad Ober-Unterhitze. Das machen wir schnell. Passt. Und dann aus dem Teig kleine Kugeln formen und aufs Backblech legen. Mit einem im Mehl getauchten Kochlöffel Löcher in die Kugel bohren. Achtung, bitte nicht durchbohren. Die Konfitüre glatt rühren und mit einem Spritzbeutel, ich mache das immer mit einem kleinen Espresso-Löffel, in die Vertiefung der Teigkugeln füllen. Ich habe einen Spritzbeutel, ob das so gut klappt, ich weiß nicht. Wir gucken mal. Wir haben Espresso-Löffel, glaube ich, nicht, aber Löffel haben wir. Wir schauen mal, womit es am besten klappt. Wir müssen erstmal gucken. Also, der ist gut hart geworden im Kühlschrank. Alter Falter. Wir gucken mal. Also eigentlich, wie gesagt, 40 Stück ungefähr. Wir haben ja jetzt die Hälfte genommen, also muss ich auf ungefähr 20 gucken. Wie groß machen wir die denn? Wie groß sind Engelsaugen? Und das ist doch eigentlich schon... Aber da komme ich doch bestimmt nicht auf 20.
Alexa, Timer auf 12 Minuten. So, ihr habt es gesehen, das hat eigentlich super funktioniert, auch mit dem Kochlöffel. Ich habe hinterher das noch so ein bisschen weiter gedehnt und größer gemacht, das Loch. Das hat da auch besser funktioniert. Marmeladenbefüllung ging mit dem Löffel auch super. Und jetzt 10 bis 15 Minuten sollen die in den Ofen. Ich habe jetzt mal 12 genommen, weil der Backofen ist noch nicht ganz vorgeheizt. Mal gucken. Ich bin gespannt. Ich hoffe, das klappt und dass das nicht alles doch nebenher rausläuft. Wir werden sehen. Ich freue mich auf die fertigen Kekse gleich. Die Engelsaugen sind fertig. Also ein paar sind ausgelaufen. Ein paar sind nicht ganz so voll geworden. Aber so an sich, finde ich, hat das ganz gut geklappt. Gut, mit einem Spritzbeutel, dann kriegt man das vielleicht wirklich ein bisschen genauer rein. Aber naja, also ich meine, der ist ein bisschen leer. Und sonst, ja gut, ja auch. Bin ich aber eigentlich ganz zufrieden damit. Weil ich nehme mir den jetzt mal hier irgendeinen, der schön aussieht. Ich möchte den. Farblich auch okay, würde ich sagen. Goldbraun. Und jetzt probieren wir mal. Ich bin ja nicht so der Marmeladen-Fan. Von daher mal gucken, wie die sind. Geil. Schmeckt mir sehr gut. Und die Marmelade ist noch so ein ganz kleines bisschen warm. Das ist irgendwie gut. Doch, finde ich sehr gut. Die geben auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Finde ich sehr gut. Gefällt mir auch sehr gut mit der Marmelade, obwohl ich eigentlich kein Marmeladen-Fan bin. Und das, obwohl mir ja zwei kleine Fehler passiert sind. Den einen habt ihr auf jeden Fall ja mitgekriegt. Ich weiß nicht, wem ist der zweite Fehler aufgefallen? Schreibt es auch gerne mal in die Kommentare, was mir so passiert ist, was ich vergessen habe, was ich falsch gemacht habe. Ich bin gespannt, ob ihr aufgepasst habt. Naja, aber so sind sie trotzdem auch sehr lecker. Und ich glaube, ja doch, es ist, glaube ich, schon noch ein Unterschied, hätte ich das getan, aber wir schmecken sie. Ich finde sie gut. Ich esse mir gleich noch ein paar und ich denke, der Lars kriegt auch ein, zwei Kekse ab. Und dann sehen wir uns morgen beim nächsten Adventskalender-Special oder am Sonntag zum nächsten Video. Tschüss!